Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier in Neuborkia, wie mir scheint. Aber warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Und wir werden angerufen von Professor Lind. Hallo, Mike. Ich habe hier etwas für dich. Könntest du kurz im Labor vorbeikommen? Bis später. Klar. Ich muss mit meiner Mutter reden. Hi, willkommen, ich sehe, du bemühst dich sehr. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ist es wegen deinem Geld? Nein. Ist die Sommerzeit vorüber? Ja. Ich stelle die Uhr eine Stunde zurück. Gib immer dein Bestes. Was passiert hier gerade? Hallo, hier ist Rosemarie. Schiedi Dicke. Wie geht's dein Pokémon? Ich halte mein Vati in Topform. Ja, es interessiert mich nicht. Okay, dann gehen wir doch mal zu Professor Lind. Guten Tag. Mike, da bist du ja. Ich habe dich gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Es handelt sich um ein Bootsticket. Jetzt kannst du auch in Kanto Pokémon fangen. Danke, eigentlich kann ich schon rüber surfen, aber okay, nehme ich gerne an. Das Schiff legt in Oliviana City ab. Aber das weißt du ja schon, Mike. Schließlich bist du mit deinen Pokémon schon viel herumgekommen. Überbringe Professor Eich in Kanto meine Grüße. Alright, und das arme Endive wurde immer noch nicht genommen. Rest in peace. Vielleicht wird es ja immer noch genommen. Okay, uns wurde gesagt, wo wir hin müssen und deshalb fliegen wir jetzt mit Flug hier dorthin. Oliviana City! So, hier unten ist es nämlich. Hafen von Oliviana City, Schnellboot Pier. So, und hiermit geht dann die Afterstory weiter. Fängt sie an. Und zwar die Reise nach Kanto. Ja, in Kanto haben wir noch ein bisschen was zu erkunden. Und deshalb geht das Display noch weiter. In Kanto gibt es viele Pokémon. Ich wünschte, ich könnte dorthin. Tja, seid doch nicht so cool wie ich mit dem Bootsticket. MS Aqua benutzt Spezialdüsen, um über die Wellen zu gleiten. Krass. Willkommen auf dem Schnellboot, MS Aqua. Drehst du heute deine Reise an? Jo. Zeige mir bitte dein Bootsticket. In Ordnung, Dankeschön. Wir legen bald ab. Geh an Bord. Krasses Schiff. Die MS Aqua ist auf dem Weg nach Orania City. Wir machen eine Durchsage, wenn wir dort angekommen sind. Oh. Aua! Boah! Entschuldigung, ich habe es eilig. Meine Enkelin fehlt noch. Sie ist noch klein. Sag mir bitte Bescheid, wenn du sie siehst. Die Musik, die geht voll ab. So, und jetzt erkunden wir hier ein großes Schiff. Die MS Aqua. Das ist deine Kabine. Wenn deine Pokémon verletzt sind, dann mach hier ein Nickerchen. Dadurch werden sie geheilt. Dankeschön. Moment, was? Was war das denn gerade? Moment. Man kann hier stehen? Wieso kann man hier stehen? Ich dachte, das wäre der Eingang direkt. Oh, sieht süß aus. Komplett pink hier. Warum nicht? Oh, und man kann wirklich im Bett schlafen. Ah, ausgeruht und frisch. Das freut mich doch. Und was im Müll, im pinken Müll? Hier ist nichts. Okay. Was ist denn hier auf dem Tisch? Was kann man denn da essen? Wodurch sieht das denn aus? Keine Ahnung, was das ist. Egal, in Luft auch nicht. So, wir werden hier jeden angreifen. Jeden Trainer werden wir besiegen, bis sie down geht. Yeah. Wir konnten ja alles, sofern ich alles finden wollte. Und die wollen natürlich alle ein bisschen kämpfen. Bist du allein? Lass uns kämpfen! Wieso fragt ihr erstmal, ob ich allein bin? Das wirkt ein bisschen seltsam, Theodor. Aber ich kann euch sagen, es wird wieder einfacher. Also nur Siegfried war richtig heftig mit dem Level, ja. Ja, die ganzen Pokémon ab hier sind auch wieder ein bisschen runtergestiegen. Keine Ahnung warum. Ich finde, die hätten 10 Level alle höher sein können ungefähr. Kenne ich vielleicht so krass, aber ungefähr.
Ich finde, das hätte nicht geschadet, aber okay. Wenn das das Spiel meint, das es braucht. Ne? Und keine Sorge, Kanto wird nicht so lange dauern wie Johto. Also die Afterstory ist nicht ungefähr so lang wie die Hauptstory. Nein, nein. Ungefähr die Hälfte schätze ich das jetzt ein. Ich habe aber keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist schon ein bisschen lange her. Aber, oh, cooles Geowatz. Da kommt auch links bei meinem Layout die anderen Orden. Keine Ahnung, ich habe meinen Satz falsch angefangen. Auf jeden Fall, in meinem Layout links gibt es da mehr Orden, als ich eigentlich habe. Und das sind die Kanto-Orden, die wir jetzt machen werden. Das ist zu viel für mich. Du hast mich herausgefordert, nicht ich. Ich frage mich, ob es in Kanto Berge gibt, die eine Besteigung wert sind. Bestimmt. Oh, doch, da gibt's einen. Da gibt es mindestens einen Berg, der mir gerade einfällt. Oh, oh yeah. Okay, manchmal gibt's ja einfach gar nichts. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, im Remake war das anders. Okay, hier kann man runter, aber ich will noch nicht runter. Ich will erstmal hier in der Ebene eine Sekunde. Hallo, ich kann meine Enkelin nirgendwo finden. Wenn sie an Bord ist, ist alles in Ordnung. Aber was ist, wenn sie über Bord fiel? Sie ist ein Energiebündel und könnte jemanden nerven. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Das tut mir leid für dich, aber wir werden sie bestimmt schon finden. Alle Passagiere sind Trainer. Sie warten in ihren Kabinen auf Herausforderer. Ja. Genauso wie hier. Hier ist ein Dreierkampf, wie es mir scheint. Sieht zumindest so aus. So, ich wechsle mal kurz mein Pokémon. Ich möchte mich mit dem anderen Pokémon kämpfen. Zum Beispiel mit Meliodas. Dann soll alle Level 40 werden hier. Hey, Kleiner! Möchtest du gegen mich antreten? Ach stimmt, hier gab's doch gar keine Doppelkämpfe. Oh, Wolfram mit seinem Pikachu-T-Shirt. Okay. Da ist es wieder, das Botokill. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Botokill ist leider kein gutes Pokémon. Es tut mir leid. Ich wünsche, es wäre ein gutes Pokémon. Ich mag nämlich Botokill, aber es ist nicht. Und deshalb ist es jetzt down und wir kriegen Wendelbe. Auch nicht. Du bist stark. Tja, lass mal sehen. Du reist ganz alleine? Ist deine Mutter nicht besorgt? Ach was. Bin stolz auf mich. Du denkst, ich bin noch ein Baby? Das ist gemein. Naja. Hm, ist sie dann ein Baby? Ich meine, der Overworld Sprite, es sieht zwar kleiner aus. Warte, ich muss kurz meine Fragen zusammensammeln. Okay. Ihr Overworld Sprite sieht so aus, als könnte sie nur so groß sein wie ich. So, und warum sieht Teddy Ursas Sprite so aus, als würde es gerade ihre eigene Hand fressen? What the heck? Ich liebe Teddy Ursa, aber dieser Sprite. Nein. Nein. Oh, warum setzt du Schnecke ein? Oh Mann. Erinnert mich ein bisschen an Winnie Pooh, wenn er so Honig frisst. Kreideschrei. Will ich Kreideschrei haben? Ich meine, so schlecht ist der Tag jetzt nicht, aber. Nee, ich will meinen Tag eigentlich nicht behalten. Oh, jetzt habe ich auch gesehen, da drauf gedrückt. Ja, perfekt. So, Funpi ist Boden, soweit ich weiß. Ja, Funpi schon ganz süß, aber ist es dead. Yeah. Oh, wir haben verloren. Tja. Baby ist kein schöner Name für Mädchen. Warum war Baby jetzt so in diesen komischen Symbolen? Habe ich noch nie gesehen. Okay. Manchmal sind Kinder schlauer als Erwachsene. Ja, ein Film vielleicht. Aber sonst eigentlich nicht. Ja gut, es kommt drauf an. Das kommt drauf an, aber normalerweise würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Ich gehe nach Kanto, um meine Feuerspuckkünste vorzuführen. Hm, Feuerspucker wieder mal. Die Leute sind. Die Feuerspucker sind sehr selten und die gibt's auch außerhalb von diesem Spiel gar nicht. Was ich sehr schade finde. Verstehe ich nicht ganz. Warum die das so machen?
Aber ich bin kein Videospielentwickler. Zumindest noch nicht. Wer weiß. Smog. Oh, es war so klar, dass ich vergiftet werde. Es war so klar. So, jetzt bin ich so mad, dass ich einfach vorspule. Keine Lust mehr. Weg mit dir. Was, der lebt noch? Was denn? Wie hast du das überlebt? Was für eine Verteidigung für Flamara, bitte? Spezialverteidigung, ja. Zephyr ist doch auch spezial, ne? Okay, schön Level up. Smog und ach komm, mach einfach down. So, das war's. Tisch, die Flamme ist klein. Ich denke, Feuer ist schwach auf hoher See. Das ist egal? Wirklich? Der Typ ist seltsam und jetzt sind wir vergiftet und okay, wie ihr sehen könnt, geht's hier nirgends weiter. Ein weiches Bett, Schlafenzeit. Ausgeruht und frisch! Ich finde den Satz lustig. So, aber hier unten gibt's ja nichts. Deshalb müssen wir durch die Treppe durch. Vielleicht finden wir die Enkelin ja hier. Wir werden es gleich erfahren. Yeah. Yeah. Bruder, kann ich durch? Kumpel, könntest du mal nach meinem Kleinen suchen? Er faulenzt irgendwo. Dieser Müßiggänger. Ich würde ihn selbst suchen, aber ich bin gerade im Dienst und so, ja. Aha. Und wo soll der Typ sein? Boah, ey. Jetzt müssen wir irgendwo jemanden suchen. Was ist das denn hier? Dafür bin ich aber nicht auf die MS Anne. Jetzt haben wir zwei Aufgaben. Bist du's? Ich frage mich, ob es... Achso, nee, er ist nicht. Mensch, wer ist es denn? Bist du's? Richtig, ich bin eine Matrose. Ich hab nicht gefaulenzt. Die Kabine war frei, darum habe ich ein Nickerchen gemacht. Was soll's, lass uns kämpfen. Wenn du ein Nickerchen gemacht hast und schon lange wach bist, warum gehst du nicht zurück? Warum, Pascal? Immer diese Pascal. Stellt euch vor, ihr habt ein Level 31 Macholo. Wenn ihr das habt, dann macht ihr echt was im Leben falsch. Merkt euch das. Level 31 Macholo, dann habt ihr was im Leben falsch gemacht. Das ist nicht richtig. Warum entwickelt er das nicht zu Mashok? Dann wäre er auch krass. Na, okay. Machomai wäre krass, aber Mashok. Mashok ist okay. Mashok kann man was mit anfangen, aber Machomai wäre schon viel besser. Das ist halt so wie bei Kadabra und Simsa. Kadabra ist cool und gut, aber Simsa ist einfach viel besser. Ein So, dann machen wir natürlich. Enton fasst sich an die Nase. Tot. Oh, ach, da ist ja ein Mashok. Dann will ich ja nichts gesagt haben. Echtes komische Farben, diese Gen hat. Hast du belebt? Achso, ist Level 33 und nicht 38. Ja, okay, kann ich verstehen. Go down! So. Wasserattacken im Meer. Sehr effektiv. Es war alles meine Schuld. Als Matrose muss man körperlich arbeiten. Das ist sehr anstrengend. Pech. Jetzt geh wieder zurück. Ich geh nur ganz kurz heilen. So. Spul das vor, denn das verschwendet bisschen Zeit, die wir noch brauchen. So, gleich jetzt durch? Bro, darf ich durch? Oh, okay, lass mich durch. Danke, Junge! Ich hab mit ihm geredet. Er wird nicht mehr faulenzen. Ein kleines Mädchen? Ich glaube, sie ist hier vorbeigekommen. Du glaubst? Du rennst hier so hinterher. So rennst du die ganze Zeit. Und du weißt nicht, ob ein kleines Mädchen an dir vorbeigekommen ist. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Okay. Hier kann man überall lang. Gehen wir mal hier runter. Ich bin seekrank. Dann sollten wir den Kampf schnell beenden, bevor... Ne? Okay, jetzt ist das Sprite. Haben wir den schon mal gesehen, Jongleur? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, Pantimos gesehen zu haben. Was hat das bitte für ein... Das ist so Chibi-Pantimos einfach. Well,
I don't mind. Chibi Pantymas. Ja, ich find's lustig. So, hau ab. Bye bye. Was kommt als nächstes? Es kommt ein Mashok, war ja klar. Was haben die alle mit ihrem Mashok? Ihr wisst schon, dass ich mit Wasserattacken. Oh, das ist nicht sehr effektiv, stimmt. Aber es war trotzdem sehr viel Damage. Volltreffer, tja, juckt mich nicht. Sauerpool, Wreck. Wreck. Okay, er stirbt nicht. Warum stirbt er nicht? Durch den Whirlpool, aber okay, gut. Ich wollte gerade sagen, muss eine Entwicklung sein. Ja, Whirlpool ist nicht ganz so gut eigentlich. Hm. Magmar? Dead. Bye bye, Magmar. Ich kann mich nicht bewegen. Ich reise nie mehr mit dem Schiff. Das nächste Mal nehme ich den Magnetzug. Und was ist da drin? Hier gibt es nichts. Sicher, dass da nichts ist, wenn er seekrank ist und da davor steht. Okay. Vielleicht hat er auch einfach geschwiegen, dass da ganz viel Flüssiges vom Magen kam. Ja. In den Pausen ist Kämpfen meine Lieblingsbeschäftigung. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Die Pokémon müssen ja auch mal Spaß haben hier. Olle. Die Olle. Radical. Resource. Snowbilly Cat. Eine Ratte gegen eine Katze. Natürlich gewinnt die Katze. Normal. Außer Tom und Jerry, aber wir sind hier bei Pokémon, deshalb gewinne ich trotzdem. Ja, das Ding ist bei Radical. Radical hat halt Superzahn und Hyperzahn. Hyperzahn macht halt gut Damage. Und Superzahn ist eine sehr besondere Attacke, denn die macht, glaube ich, genau die Hälfte immer weg. Kann also nie killen, aber macht halt genau die Hälfte weg. Was halt als allererste Attacke eigentlich sehr, sehr gut ist, denke ich mal. Also ich habe noch nie wirklich mit Radical, also ich hatte schon mal ein Radical, aber ich hatte es nie richtig im Team. Ich habe es nur mal gehabt für Pokédex-Dinger und so. Hab's mal so ein bisschen im Team gelassen, gelevelt. Warum nicht so? Radical ist schon ganz cool. Ich mag Radical so. Das ist ja nicht. Wow, ich sterbe gleich. Oh, oh no. No, no, no. Nicht mal Level Up kriege ich von dem Typen. Sieg oder Niederlage, meine Pause ist vorüber. Ich denke, ich werde nie gewinnen, wenn ich die Sache nicht ernst nehme. Tja, das kann passieren. Das ist halt die Bettwohn. Bauchmann. So, und da ist ein Mädchen. Kann sein, dass sie das kleine Mädchen ist. Aber wir werden es gleich herausfinden, denn ich möchte ganz kurz nochmal meine Pokémon heilen gehen. So, und jetzt. Zweimal sogar geheilt, weil ich so fast bin. Tschup. Und tschup. Ups. Und tschup. Yeah. Skip, skip, skip. So, bist du das kleine Mädchen, das wir suchen? Den Enkelin? Ist langweilig. Willst du kämpfen? Nein, sie nicht. Sie hat nur aus dem Fenster geschaut anscheinend. Okay. Kann man machen. Kleine Bickendickrede. Hedwig? Hedwig? Tut mir leid, falls irgendwer jemanden kennt oder ihr selber Hedwig heißt, aber den Namen höre ich gerade zum ersten Mal und das ist ein Mädchen und Hedwig hört sich an wie ein junge Name. Wie so ein muskulöser alter Mann. Hedwig. Aber kleine Picknickerin. Hedwig. Habe ich noch nie gehört. Das ist ein bisschen besser für mich. Geh mal weg, Gorking. Gorking ist übrigens kein mehr so schlechtes Pokémon. Dachte, das war schlecht. Da habe ich es mal benutzt. War gar nicht mehr so schlecht. Aber das ist trotzdem zu easy for me. Ah, du bist so stark. Safronia, Prismania, ich habe gehört, es gibt viele große Städte in Kanto. Ja, das werden wir auch noch erleben. Die ganzen Städte, meine ich jetzt. Und was ist hier? Oh, hier ist anscheinend der Captain. Was macht denn der hier? Captain! Ist das die Enkelin? Kapitän, spielst du mit mir? Die ist langweilig, ich möchte spielen! Hi, willst du mit mir spielen?
Oh, Opa sorgt sich um mich. Ich muss los. Ich muss Oma finden. Hallo Opa, hier bin ich. Ich habe mit dem Kapitän und ihm hier gespielt. Mike, oder? Ich hörte, du hast meine Enkelin bei Laune gehalten. Ich möchte dir dafür danken. Ich möchte, dass du das nimmst. Cool, damit kann ich einen Sherlock haben. Aber ich habe ganz sicher einen. Und da kann ich auch einen Charlotte mitmachen. Die MS Aqua legt in Orania City an. Okay. Das Spielchen hat mich Spaß gemacht. Wir reisen um die Welt. Okay. So, wir sind zwar ange... Mike, howdy, ich bin's, Arno. Ey, ist es heute nicht schön, mit zu kämpfen? Vielleicht, letztes Mal oder so? Schnauze. Okay. So, bevor ich die Folge beende und wir in der nächsten Folge Kanto erkunden, richtig, will ich ganz kurz gucken, ob der Captain noch irgendwas Besonderes zu sagen hat, weil ich habe das Gefühl, dass man von ihm noch irgendeine TM oder so bekommen kann. Falls ich mich nicht täusche... Wow, danke, dass du mitgekommen bist. Es war sehr schwer, das kleine Mädchen bei Laune zu halten. Okay, mehr sagt er nicht. Das Buch kann man sich auch nicht anschauen. Alright, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich an eine Pussybewertung freuen. Teilt das Video, denn es hat ja Spaß gemacht, hoffentlich. Und, ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, erkunden wir dann Kanto. Wir werden noch mal ganz kurz rausgehen, ein bisschen Luft schnappen, wo wir dann jetzt eigentlich sind. Damit ihr schon Bescheid wisst, wo es das nächste Mal losgeht, weitergeht. Die MS Aqua legt in Orania City an. Und hier sind wir. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein!